aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn heute finden sie statt, die Ironman-Europameisterschaften. Es wird der längste Tag des Jahres für die Sportler, aber auch für Sie als Zuschauer und für alle, die heute hier auch am Ufer sind, wo wir Sie ganz herzlich begrüßen zu Heimspiel Extra an diesem Morgen. Herzlich willkommen zu 7¼ Stunden Live-Übertragung von diesem riesengroßen Triathlon-Event. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich damit auch meinen lieben Kollegen Volker Hirt, der das Ganze wieder hier mit uns kommentieren wird. Und wir begrüßen natürlich ganz herzlich Faris Al-Sultan, unseren Experten, der heute dabei ist. Und vielen von Ihnen, die sich im Triathlon-Zirkus etwas auskennen, natürlich sehr bekannt ist als einer derjenigen, der auf Hawaii bei den Ironman-Weltmeisterschaften schon den Titel erringen konnte. Und zwar 2005 als dritter Deutscher überhaupt gewann er auf der Pazifikinsel diesen Titel. Und er war vor 3 Jahren auch hier in Frankfurt erfolgreich. Und zwar in einer Kälteschlacht gewann er 2011 hier die Ironman Europameisterschaften und holte sich einen seiner vielen Ironman-Siege. Faris, wenn man an den Ort eines solchen Erfolges zurückkehrt, was geht einem so durch den Kopf? Viele Emotionen, ganz klar. Wahnsinnsschlacht. Ich habe ja hier nicht nur einen Ironman gemacht, ich habe hier einen Teil meiner Seele gelassen am Main. Und ja, das war Wahnsinn. Volker Hirt fasst für Sie erst einmal zusammen, was bei den Männern auf den ersten 3,8 Kilometern des heutigen Tages passiert ist. Und dieser längste Tag des Jahres, der beginnt wesentlich früher als 6.45 Uhr. Alles ist bereit, es ist so etwa 4 Uhr, da kommen die ersten Busse mit den Athletinnen und Athleten heran. Und es ist eine gespenstische Atmosphäre zunächst mal. Es ist eigentlich relativ still und dann geht irgendwann mal die Sonne auf, so 4:45, 5:30 und dann ist es einfach immer wieder. Auch hier am Langener Waldsee vor den Toren Frankfurts eine wunderschöne Atmosphäre, wenn das Wasser so golden glänzt, wenn es so schräg aufs Wasser fällt. Und der Langener Waldsee, der ist, seitdem es diesen Ironman gibt, die Heimstätte für das Schwimmen. Man hat ja immer mal wieder versucht, den Main, vielleicht klappt das ja irgendwann nochmal, präparieren zu können für diese 3,8 Kilometer. Noch ist es nicht gelungen. So, und hier haben wir auch die Favoriten. Zunächst mal vor dem Schwimmen Frederik van Lierde, der Weltmeister, der Sieger im letzten Jahr auf Hawaii. Der Belgier. Mit der schwarzen Badekappe, sodass man die auch immer unterscheiden kann. Den Mann erkennt man eigentlich, weil er einer der längeren ist. Es ist der Mann, der 2008 Olympiasieger wurde auf der Kurzdistanz, auf der olympischen Distanz, Jan Frodeno. Das ist Sebastian Kienle. Zweifacher Weltmeister in der Halbdistanz, 70.3 nennt man das. Und er, auch er hat schon Erfahrung auf den langen Distanzen. Er hat heute Geburtstag, wird 30 Jahre alt. Das ist Frederik van Lierde. Im Wasser. So, und dann der Startschuss, pünktlich 6.45 Uhr. Faris Al-Sultan. Wie ist das eigentlich bei den Profis? Ich meine, von den vielen anderen, es sind ja rund 3000 hier am Start. Von den vielen Amateuren weiß man, die sind nervös. Ein Profi auch? Oder ist ja der abgeklärt? Na, in der Stunde, also spätestens, egal wie abgeklärt du bist, in der Stunde vorm Rennen bist du hoch nervös, bist sehr fokussiert und freust dich dann wirklich, wenn der Startschuss kommt und du dann endlich loslegen kannst. Das sieht auch alles nach Freude aus. Wenn Sie hier jetzt durchzählen würden, dann kämen Sie tatsächlich nicht auf 3000. Sie sehen hier vorne eine Gruppe, das sind die reinen Profis. Die dürfen ein bisschen vor einem Feld von Amateuren schwimmen, die ebenfalls im Wasser sehr gut sind. Man hat eben das Feld ein bisschen auseinandergezogen, sonst wird das bei so vielen Teilnehmern einfach ein solches Getümmel. Deswegen starten kurz hinter den Profis dann viele Amateure, die eben sehr gute Schwimmer sind. Und viele Triathleten, muss man sagen, kommen ja vom Schwimmen. Obwohl das Schwimmen, muss man sagen, jetzt nicht die allerwichtigste Disziplin ist. Hier legt man die Grundlage für ja, einen guten Start in den Tag, der spätestens dann mit dem Radfahren beginnt. Aber man verliert natürlich auf diesen 3,8 Kilometern nicht die entscheidenden 10, 20 Minuten in der Spitze. Da sind es mal gerade so 3-4 Minuten, die Spreu vom Weizen bei den Profis trennt. Das ist nicht so erschreckend, wenn man aus dem Wasser kommt und hat 4 Minuten Rückstand, oder?
Ja, das kommt drauf an. Heutzutage geht es einfach so krass ab. Vor allem dadurch, dass die Spitze breiter geworden ist, gibt es natürlich eine Gruppendynamik vorne und man versucht also schon möglichst nah da an den Besten dran zu sein. Aber es ist einfach so, dass du verlierst das Rennen vielleicht beim Schwimmen, aber du gewinnst es sicher nicht. Also wenn du zu viel Zeit verlierst, bist du einfach weg. Vor allem auf Hawaii sieht man das mal ganz deutlich. Aber bei den meisten geht es einfach darum, die Verluste sozusagen zu minimieren. Entweder ist man in dieser ersten Gruppe drin oder dann spätestens in der zweiten. Und da müssen sich einfach alle aufhalten, die mit dem Sieg was zu tun haben wollen. Man kann hier natürlich jetzt nicht unbedingt gleich sagen, wer ist. An den Badekappen kann man sie erkennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ganz vorne Jan Frodeno geschwommen ist. Dann war Clemente McKernan, der Spanier, dabei. Dann mit der Nummer 20 war es Carlos López, auch er kommt aus Spanien. Natürlich auch der Mann mit der Nummer 1, das ist also der Weltmeister, Frederik van Lierde. Die Nummern erkennen Sie nicht, aber wie gesagt, an den Badekappen erkennt man sie, obwohl blöderweise haben sie da vorne drei blaue Badekappen. Es ist ganz, ganz schwer zu erkennen. Aber es ist die Spitzengruppe derer, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe. Ebenfalls immer noch vorne dabei Andreas Rählert. Auch er hielt sich in dieser Gruppe. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt beim Radfahren einen Windschatten. Aber man kann sich auch in den Sog eines Schwimmers hängen. Genau, es gibt auch einen Wasserschatten. Das ist nicht ganz so stark wie beim Windschatten am Rad. Aber ist auch eine ganz deutliche Kraftersparnis. Drum ist es eben auch so wichtig, dass man in einer gewissen Gruppe mit drin ist. Die Jungs, die ganz vorn schwimmen, der Jan Frodeno hat die meiste Zeit das Feld angeführt, der würde jetzt, wenn er auf der Bahn schwimmen würde, deutlich schneller schwimmen als die Kollegen, die bei ihm drin sind. Und jetzt der Start des Hauptfeldes sozusagen. Und viele meinen auch, das sind die Wichtigsten, denn die machen den Ironman aus. Jeder von denen, der einem normalen Beruf nachgeht, der erlebt hier einen der ganz großartigen Tage. Hier hat man eigentlich die gesamte Freizeit draufgegeben, um hier einmal an den Start zu gehen. Was heißt einmal? Das sind auch in der Regel Wiederholungstäter. 495 Euro kostet es, hier teilzunehmen, um sich so zu quälen. Aber alle sagen, ich habe noch keinen Ironman gemacht. Aber alle sagen, es lohnt sich, weil diese Finish Line, also das, die Ziellinie zu überschreiten, das wiegt alles auf, was man so im Laufe des Jahres an Quälerei hinter sich hat. Jetzt immer wieder hier in der Spitze. Der Schwimmstil ist sicherlich immer ein bisschen unterschiedlich. Was siehst du, Paris? Ja, also wie gesagt, das ist schwer zu erkennen. Ich nehme an, das ist der Jan, so wie das aussieht. Der Mann, der die Mütze schon fast verloren hat, das ist natürlich der Weltmeister, der Frederik van Lierde. Manchmal weiß man nicht, ob sie die Mütze mit Absicht so schlecht aufsetzen, damit sie sie verlieren. Wenn das Wasser nämlich recht warm ist, dann möchtest du den Kopf möglichst kühl halten und verlierst dann manchmal die Bademütze. Das sieht der Veranstalter zwar nicht gern, aber ist natürlich nachvollziehbar, weil keiner will in seiner Gummihaut kochen. Der Frederik sollte da bei dem Tempo keine Probleme haben mitzukommen. Frederik schwimmt nicht besonders schön, wie man hier sieht, aber sehr effizient. Und das ist nun mal die Hauptsache. Bei denen da hinten geht es nicht unbedingt nur um Effizienz. Da geht es auch ums Durchkommen. 3,8 Kilometer sind zu absolvieren. Und die werden unterteilt in zwei Runden. Sie werden es gleich sehen, es gibt hier am Langener Waldsee einen Landgang zwischendrin. Also nach über der Hälfte des Rennens muss man mal kurz an Land. Und hier sehen wir weiterhin, ja, das ist der führende Mann. Und jetzt müsste eigentlich die Badekappe, ja, lange kann die nicht mehr halten, die geht gleich runter. Jetzt ist er weg, jetzt ist er tatsächlich weg. Also das ist Frederik van Lierde, der Sieger Ironman Hawaii im letzten Jahr. Und wenn wir sagen Hawaii und Langener Waldsee, es gibt einen ganz großen Unterschied. A, ist das hier Süßwasser, wenn man sich da mal ein bisschen verschluckt, ist nicht so schlimm. Salzwasser schlucken, naja, das ist Geschmackssache. Und es gibt keine Wellen. Und manchmal sind die Wellen eben das große Problem auf Hawaii. Ja, und natürlich im Langener Waldsee schwimmt man mit Neoprenanzug und auf Hawaii ohne. Das macht für viele auch nochmal einen Riesenunterschied. Insbesondere für die Altersklassenathleten, für die das Schwimmen ohne Neoprenanzug im Freiwasser oft, naja, etwas ungeliebt ist. Du hattest vorhin die Temperatur angesprochen. Der Langener Waldsee hatte heute Morgen eine Temperatur von 22 Grad. Und es gibt ja da so eine Bestimmung. Also wärmer als 24,5 Grad soll es nicht sein. Sollte dies der Fall sein, dann schützt man die Athleten und sagt, kein Neoprenanzug. Weil sonst der Körper überhitzt. So, das ist der von mir angesprochene Landgang.
Ja, da sieht man den Frodo, der Alonso und der Frederik van Lierde. Der Frodo ist der Jan Frodeno, der Olympiasieger, der sein Debüt hier feiert. Also zum ersten Mal wettkampfmäßig 3,8 Kilometer schwimmt, aber das macht er gut. Schwimmen kann er natürlich exzellent. Er kommt vom Schwimmen. Ich habe mit ihm auch gesprochen vor dem Rennen und habe ihm gemeint, naja, du, also wenn du da voll hingehst, das macht auch nichts, macht keinen Unterschied fürs Rennen, dass du da irgendwie viel Körner verschwendest. Da sehen wir Sebastian Kienle, das Geburtstagskind, der ein bisschen zurückhängt, aber das ist alles noch im Bereich des Machbaren. Und den kann man jetzt ganz gut ausmachen, das ist nämlich der ohne Badekappe. Man darf nicht ohne Badekappe starten, aber wenn man sie dann unterwegs verliert, naja, es führt nicht gerade zur Disqualifikation, aber Fares hat es gesagt, besonders gern sieht man es nicht. Bei ihm macht es ja auch Sinn, dass er die Badekappe verliert, weil der hat sich komplett geschoren. Ah, der Frederik, der hat nicht so viele Haare. Ich glaube, der braucht nicht so viel rasieren. So, und das ist die Spitzengruppe der Profis. Können durchzählen. 7 Mann. Und immer mit vorne dabei Jan Frodeno. Premiere für den Mann, der Olympiasieger wurde auf der olympischen Distanz. 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Rad und 10 Kilometer laufen. Ja, da sehen wir das. Das ist Sebastian Kienle. Der hatte da etwa eine Minute Rückstand. Ja, der ackert schon ganz ordentlich. Ja. Schwimmen ist natürlich seine Schwäche. Das weiß er auch. Arbeitet viel dran. Hat mit Jan Wolfgarten sich auch einen sehr guten Schwimmtrainer geholt und ja, versucht fest, diese Sparte auszumetzen. Und ja, er verliert immer noch Zeit, aber es ist deutlich besser geworden. Wo liegen seine Stärken? Beim Sebastian natürlich ganz klar am Rad. Unglaublich starker Radfahrer. Wer vor 2 Jahren in Vegas gesehen hat, wie er Weltmeister wurde, das war also einfach filmreif, wie er an der Gruppe vorbeigegangen ist. Brutal. Ja, der Veranstalter hat sich irgendwie nicht durchsetzen können. Natürlich, gerade wir vom Fernsehen haben darum gebeten, jeder der Profis möge bitte eine andere Farbe tragen, damit wir sie, ja, von hier nicht gerade, aber wenn wir mal näher dran gehen, wenigstens erkennen. Aber das ist leider nicht gelungen. Da haben doch allzu viele blau an und der eine hat gar keine mehr an. Aber wir kommen schon klar. Wir wissen auf jeden Fall, wer vorne dabei ist. Und das sind die üblichen Verdächtigen. Das ist nach wie vor Frederik van Lierde. Frederik ist ein Athlet, den man gern unterschätzt, weil er ein relativ ruhiger Typ ist und unspektakulär aussieht, der auch keine spektakuläre Stärke oder Schwäche hat, einfach sehr ausgeglichen ist und deshalb so ein bisschen immer unterm Radar fliegt, bis zu seinem Sieg auf Hawaii letztes Jahr. Und wir sehen, dass er hier auf der 4. Position schwimmt und zwar hinter. Vorne ist Jan Frodeno, Clemente McKernan, der Spanier, und Carlos Lopez, der Spanier. Das sind die 3 mit der blauen Badekappe davon. Wer auch in der Gruppe mit drin ist und auch ohne Bademütze unterwegs ist, ist der Bas Diederen. Letztes Jahr hier sensationell gutes Rennen gemacht. War auch schon in Südafrika. Da habe ich mir mit ihm ein schönes Gefecht geliefert dieses Jahr. So, das ist das Finish. Jetzt geht's raus aus der Gummihaut. Und zunächst, das ist ja ein bisschen unangenehm, oder? Dieses Joggen da bergauf im Sand. Puh. Das ist nicht nur unangenehm, das ist Hardcore. Also da hat man auch fast mehr Puls als die ganze Zeit bei der Schwimmerei. Also das ist richtig, richtig hart. Es
So, Sebastian Kienle kommt hier aus dem Wasser. Der Rückstand nicht allzu groß. 2 Minuten, das geht. Ja, das ist absolut im Rahmen. Das ist Jan Frodeno. Der geht als Erster ans Rad. Also er hat auch das Schwimmen bestimmt und hat sich jetzt auch in der Wechselzone nicht abkochen lassen. Das war Van Lierde, das ist Andreas Rehlert. Das sind die ersten 3, 4, 5, die jetzt aufs Rad gehen. Ab vorne Jan Frodeno, direkt hinter ihm Frederik Van Lierde und Andreas Rehlert. Das sind die ersten 3, die aufs Rad gehen. 180 Kilometer. Das ist der Sebastian. Das war Sebastian Kienle, den wir jetzt verfolgt. Also Jan Raphael, der hier auch schon sehr, sehr gute Rennen abgeliefert hat. Ja, 2-mal Zweiter war. Zwischendrin sollten wir nicht vergessen, die Jodie Swallow zu erwähnen. Exzellente Schwimmerin. Hat mich eigentlich fast gewundert, dass sie aus der ersten Gruppe rausgefallen ist. Ja, zu den Frauen kommen wir gleich. Also, nach dem Schwimmen, Jan Frodeno, zweitbester Schwimmer, Clemente Alonso McKernan, Carlos Lopez, die beiden Spanier, also hinter Frodeno, Frederik Van Lierde. Ja, die Abstände sind eigentlich nicht so wichtig, weil das haben wir ja gerade gesehen, Van Lierde wechselt als Zweiter, also man kann da in der Wechselzone einiges aufholen, aber zunächst mal nichts Überraschendes, oder? Nein, alles eine, also die ersten Jungs alle sind in eine Gruppe drin und ja, da passt alles, würde ich mal sagen.